ich habe so einen Hunger. Haben wir nichts mehr da? Waffeln? Nee. Oh, das ist alles abgelaufen. Ach. Okay, es ist noch nicht so spät. Klar, es ist schon dunkel, aber... Ich glaube, der Supermarkt hat noch auf. Ich glaube, ich fahre mal rüber. Das kann ja nicht sein. Okay, hier ist der Lebensmittelladen. Ich glaube, ich muss nicht abschließen. Hier ist ja keiner mehr unterwegs zu der Zeit. Oh, hallo! Hallo! Haben Sie noch Eis? Ja, dort hinten. Alles klar, dankeschön. Oh ja, hier ist Pizza. Sehr gut. Zack, zack, zack. Nehme ich mit. Und Eiscreme, 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 Eiscreme. Oh, ist hier. Okay, perfekt. Dann nehme ich davon noch welche. Und so. Oh, eine Tafel Schokolade. Jupp. Einmal dabei. So, das wär's. Das ist aber mutig von dir. Mir ist schon klar, dass es nicht super gesund ist, aber mutig würde ich es jetzt auch nicht nennen. Um die Uhrzeit noch rauszugehen, meine ich. So spät ist es doch noch gar nicht, oder? Sind ja noch andere Leute draußen da hinten? Ich meine, ihr habt ja auch noch auf. Naja, hast du nicht gehört? Was soll ich denn gehört haben? Außerdem, was soll mir passieren? Das da vorne ist ja schon mein Auto. Ich steig einfach ein und fahre nach Hause. Dann passiert schon nichts. Nachts sind gefährliche Kreaturen hier. Ja, klar. Wie zum Beispiel die Teenager da hinten mit ihren Hoverboards. Die sind... da habe ich ganz schön Angst vor. Und die fragen, ob sie mitfahren dürfen. Alles gut, Lady. Vielleicht haben sie den ein oder anderen Horrorfilm zu viel geguckt. Ich habe keine Angst. Alles bezahlt jetzt? Bitte sei vorsichtig. Alles klar, werde ich sein. Dann schönen Abend noch. Tschüss, schönen Feierabend. So, dann einmal einsteigen. Hier einmal links weg. Ciao. Und dann geht's schon wieder ab nach Hause. Ich wüsste gar nicht, was hier los ist. Oh, war das ein Mädchen? Ich bin mir sicher, sie sieht traurig aus. Hey, du, ist alles okay? Ich habe so große Angst. Wovor hast du Angst? Vor den komischen Kreaturen. Alles gut, keine Sorge. Wo wohnst du denn? Dann kann ich dich vielleicht mitnehmen. Bei Haus Nummer 20. Okay, warte. Dann steig einfach ein, kein Ding. Ich nehme dich mit, das ist nicht weit weg von mir. Komisch, was alle haben mit ihren Kreaturen in letzter Zeit. Ich habe noch gar nichts gesehen, was irgendwie verdächtig wäre. Danke. Gar kein Problem. Dann auf. Bist du angeschnallt? Du solltest Leuten nicht so einfach vertrauen. Was meinst du? Das könnte tödlich enden. Warte, was meinst du? Oh mein Gott, nein, hör auf! Ah, Hilfe, nein! Oh, ich hoffe, ich werde endlich braun diesen Sommer. Oh, du bist schon ganz schön braun geworden, honestly. Ich bin ein bisschen neidisch. Hätte ich gar nicht lügen. Ja, das geht super schnell. Ja, es liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass du so viel Wasser bist. Gefühlt liege ich die ganze Zeit nur draußen, aber... Ah, ich weiß nicht, Schwimmen ist nicht so mein Metier und ich weiß nicht, das Hüpfen... Ich glaube, ich kann das nicht gut. Ich habe Höhenangst. Ach, komm schon. Was, willst du schwimmen gehen oder springen? Warum nicht beides? Okay, überredet. Du hast ja recht, es sieht immer fun aus, wenn du das machst. Dann mach du aber als erstes. Da steht doch sogar drauf. Achtung, Gefahr. Oh mein Gott, du bist so hoch. Warte. Hä? Oh, da bist du. Du bist im Wasser. Ich dachte schon, du wärst irgendwie noch in der Luft. Okay, dann bin ich vorsichtig, ja? Und, oh warte, das ist hoch. Das ist hoch. Das ist hoch. Oh mein Gott, Hilfe, was? Nein. Au. Ich glaube, so sollte es nicht sein. Oh, endlich, komm rein. Hallo. Boah, ich freue mich voll, dass es geklappt hat, meine Eltern. So nicht zu Hause, wir können richtig schön Mädelsabend machen. Wir haben ganz viele DVDs, ich habe mir ganz viele ausgeliehen. Wir können alles schauen, was wir wollen. Und wir können spielen. Ja, das wird toll. Ich habe auch meinen PC runtergeholt und den Fernseher angeschlossen. Das heißt, wir können auch Roblox am Fernseher spielen. Und ich habe einen Haufen Schlafsachen irgendwie geholt, weil du meintest, du hast ja keine. Ja, danke. Okay, perfekt. Warte, was wollen wir als erstes machen? Pyjamas! Oh, okay, ja, klar. Auf geht's. Hoch. Okay, das hinterste Zimmer hier gehört mir. Da können wir zusammen auch schlafen. Hier ist der Kleiderschrank. Und warte, ich ziehe mich kurz um. So, hast du schon was für dich rausgesucht? Ich putze mir schnell die Zähne. Alles klar, dann warte ich hier drüben. Wir können auch Essen bestellen. Warte. Okay, was willst du essen? Ich kann eigentlich bestellen, was wir wollen. Oh mein Gott, warte, warum bist du grün? Ich bin ein Alien. Sorry, Freundins. So, Ronja, ich bin einmal weg. Okay, mach's gut. Tschüss, bis nachher. Viel Spaß und vergiss nicht, den Kamin auszumachen. Ja, schon klar, vergesse ich nicht. Keine Sorge, Mama, bis nachher. Mach ihn aus, bevor du schlafen gehst. Klar, ich denk dran. Oh mein Gott, das ist Feuer. Hier ist überall Feuer. Scheinklasse, ich habe voll vergessen, den Kamin auszumachen. Nein, es geht jetzt bis nach oben. Wo ist denn unser Feuermelder? Hier ist keiner. Ich habe keine Ahnung. Mama, bist du zu Hause? Hilfe!
Okay, man soll, glaube ich, die Luft nicht einatmen. So viel Feuer. Oh mein Gott. Ich bin schon so gespannt. Ja, ich freue mich auch schon. Okay, einmal durch Security durch. Okay, warte, unser Flug ist nach Kanada. Der ist... Oh, der ist sogar pünktlich. Perfekt. Dann können wir, glaube ich, schon mal hinten reingehen, oder? Oh mein Gott. Endlich Urlaub. Ich freue mich so. Und da ist unser Flugzeug auch schon. Dann einmal einsteigen. Ha, irgendwie also mussten wir gar nicht unsere Koffer abgeben. Aber ich glaube, die können wir hier irgendwo hinlegen. Und wir haben das ganze Flugzeug für uns alleine. So ein Traum. Wow, wie cool. Nichts könnte diesen Trip ruinieren. Oh, oh mein Gott, was ist das? Warte, sind das irgendwelche Turbulenzen? Warte, okay, kein Problem. Hier sind ja die Fallschirme. Ich springe als erstes, kommst du mit? Oh mein Gott, mein Fallschirm geht nicht auf. Hilfe! Anja, nein! Boah, ich weiß gar nicht, warum alle immer sagen, abends ist es so gefährlich, hier schwimmen zu gehen. Eigentlich ist es doch schön und hier ist niemand da, außer... Oh, da ist noch ein Mädel. Hallo? Na? Hey, na? Boah, ich weiß nicht, warst du schon im Wasser? Weil alle irgendwie immer sagen, boah, abends nicht schwimmen gehen, super gefährlich. Liegt es irgendwie am Wetter oder dass es irgendwie blitzt und dass man dann gefährlich ist? Ja, alle sagen das immer. Aber sonst ist immer so voll hier und ich kann nie surfen gehen. Oder schwimmen. Aber ich mach das immer. Okay. Und ich meine, du lebst ja auch und dir geht's ja auch gut, oder? Mir ist auch noch nie was passiert. Okay, dann wollen wir einfach zu zweit schwimmen gehen? Und dann können wir sonst aufeinander aufpassen? Ja, klar. Okay, super. Warte, dann lege ich kurz mein Surfboard weg. Alles klar, ich wäre bereit. Im ganz tiefen Bereich am besten. Oh, da darf ich aber nie hin. Meine Mom sagt immer, ich soll aufpassen. Aber ganz ehrlich, wir sind ja zu zweit und so tief ist es ja auch nicht. Ach komm, das wird toll. Okay, auf geht's. Boah, das macht voll Spaß und abends ist es richtig schön und man sieht die Sterne oben am Himmel und den Mond und das Wasser ist auch trotzdem relativ warm, noch von der Sonne den ganzen Tag. So eine gute Idee von dir. Halt mal die Luft an. Okay, klar. Oh, warte, wollen wir machen, wer länger die Luft anhalten kann? Ja klar, genau deswegen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, was? Oh, was? Und bin ich so tief? Ha, die wird so schnell keiner mehr finden. Boah, ich freue mich schon so, endlich mal wieder einen Film zu gucken. Boah, das war so teuer. Kinopopcorn ist so teuer. Jedes Mal, man kriegt so eine kleine Tüte und dann kostet das immer 18 Euro oder sowas. Aber gut. Ich hoffe, das war es wert. Ich meine, das ist auch wirklich lecker. Da kann man nichts sagen. Und es riecht auch schon so gut, wenn man hier reinkommt und alles riecht nach Popcorn und es riecht nach Butter und nach Zucker und... Ja, stimmt. Okay, dann auf zum Film. Ich bin super hyped. Hier ist auch, glaube ich, noch niemand außer uns da. Vielleicht haben wir das ganze Kino für uns selber. Oh, das wäre so cool. Ja, hier ist niemand. Okay. Okay, wir können ganz hinten sitzen. Psst, ich habe eine Idee. Warte, bevor jetzt eh noch Werbung kommt und der Film noch nicht angefangen hat. Hast du Lust auf eine kleine Challenge? Was denn jetzt schon wieder für eine Challenge? Okay, wir haben beide Popcorn, ja? Und wir können gucken, wer mehr Stückchen in seinen Mund kriegt, ohne die zu kauen und runterzuschlucken. Und wer halt mehr reinkriegt. Hm? Das ist, als würde ich 18 Euro einfach runterschlingen. Ja, aber du musst ja auch den Value aus deinem Geld kriegen. Und wenn du für 18 Euro eine spaßige Challenge mit deiner besten Freundin machen kannst, ist es nicht wert, die 18 Euro auszugeben und quasi runterzuschlingen. Ist das nicht gefährlich? Gefährlich? Was soll schon passieren? Es ist Popcorn. Na gut, aber lass uns vorsichtig sein. Okay, klar, klar, wir sind vorsichtig. Dann auf die Plätze, fertig und los! Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich kann schlecht atmen langsam, aber ich krieg noch 2, 3 rein. Ranja, das ist zu viel.